So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg im Europapokal EHF Cup 2015-2016. Die dritte Runde. Der SCM steigt ein mit einem Sieg gegen Churgo KK. 42-37 zur Halbzeit, 22-15. Die erfolgreichsten Werfer von Seiten der Gäste. 8 Tore durch den Spieler mit der 8, Rudolf Falovegi, sowie 7 Tore durch Stefan Czavor. Und auf Seiten des SC Magdeburg am heutigen Tag am erfolgreichsten mit 12 Toren, Michael Damgaard sowie Jakob Berstedt mit 7 Treffern. Soweit diese erfolgreichsten Werfer. Wir begrüßen recht herzlich, welcome to the press conference, den Trainer von Churgo KK, Laszlo Chatoni. Please, your statement to the game. Okay, hello everybody. First of all, I would like to congratulate for SC Magdeburg. They made a really great game. We have a relative young team with a lot of talented players, and for us is a very good experiment to show us in Europe and to play against Magdeburg, like clubs like Magdeburg. So today we played against physically and individually very high qualified players. One thing to watch them on video, and another thing to face them on the field. So today we got mainly the 1-1 attack defense duels a little bit. A little bit show what is the Bundesliga quality and what means this player's quality. But I'm very proud of my team. We do all of our best, and clear, this is only the first 30 minutes, and the second game we try to do our best and try to improve our defense, because I think today was our worst defense in the season. Okay, also Sie haben sich sehr gefreut, hier spielen zu dürfen, haben das mal genossen, wie die Bundesliga so stattfindet, und er ist stolz auf sein Team. Es waren auch eine Menge 1-zu-1-Situationen, die dann nachher dazu geführt haben, dass auch das wieder ein bisschen kürzer, dass wir da reingekommen sind. Und Sie haben es sehr genossen, und war eben eine gute Lektion für Sie gewesen, hier in Magdeburg zu spielen. Dankeschön, Schöldern. Ja, Gea, wie bist du zufrieden mit deinem Spiel? Du kannst auf Deutsch sprechen. Ganz klar. Ja, schön. Guten Abend. Thank you very much for your greetings. Ja, so wie immer, da bin ich zufrieden, mit Spiel zu gewinnen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, also natürlich bin ich enttäuscht, dass wir am Ende zweite Halbzeit mit 2 Tore verlieren. So einfach ist das. Und das ist klar, das ist nicht ein Punktspiel, das ist Europapokalspiel. Wo du hast 2 Teile zu spielen, erst und Halbzeit sozusagen. Heute war erste Halbzeit, und dann haben wir noch kein Spiel auswärts zu spielen in einer Woche. Und das ist klar, so, wenn man ein Spiel so also deutlich besser gewinnen kann, dann soll man das einfach machen. Und das haben wir nicht also heute gemacht. Das ist klar, 37 Tore ist einfach zu viel, zu hoch. Und das ein bisschen gefällt, also mehr. Ja, wahrscheinlich mehr kompakt zu stehen. Torwartleistung war einfach nicht gut genug. Und am Ende haben wir das geschafft, mit 5 zu gewinnen. Aber das ist klar so, meine Meinung. Und besonders hinten können wir das besser machen. Like you say, it's always a different thing to see a team first in a video and then to experience the team live, like we did today. I found they have a lot of good play and did a good things today, and but we will meet them again, and I say like always, also so wie immer, we go to Ungarn spiel to win game, Spiel zu gewinnen, das ist klar, und das wird unser Ziel. Aber erstens haben wir ein Heimspiel hier gegen Hannover am Mittwoch, und das ist unser Ziel jetzt, also auf den Spiel uns zu konzentrieren. Und dann danach also fahren wir nach Ungarn. Danke. Danke, Gea Svensson, der Kapitän des SC Magdeburg, ist mit hier. Auch dein Statement bitte, Fabian. Ja, gerade im Moment herrscht bei mir einfach ein sehr enttäuschendes Gefühl. Wir wollten sicherlich, was der Abwehr angeht, einen Schritt nach vorne machen, was das Gummersbach-Spiel angeht. Für mein Gefühl war das einfach wieder ein Schritt nach hinten. Wir wollten kompakte 6-0 Abwehrspiele.
da war einfach heute nichts von zu sehen und das war, ja, da bin ich im Moment einfach sehr sauer drüber. Das einzige Positive ist, dass wir gewonnen haben. Ja, sonst in Angriff habe ich, denke ich, eine gute Leistung gebracht. 42 Tore, das ist einfach gut. Aber Magdeburg steht anscheinend bekannt für kompakte, harte 6-0-Abwehr. Da war einfach heute nichts von zu sehen. Und ja, das ist für mich natürlich auch, weil ich mehr in der Abwehr eingesetzt werde, halt, sehr enttäuschend. Und ich habe jetzt gerade im Moment kein gutes Gefühl nach diesem Spiel. Dankeschön, Fabian. Fragen an die Verantwortlichen? Bitte mit das Mikrofon verwenden. Herr van Olfen, woran liegt es denn? Fehlt einfach noch die Zeit, weil das mit den neuen Spielern noch nicht völlig integriert sind? Oder wo sehen Sie da jetzt die wesentliche Ursache für? Nein, ich denke nicht. Wir haben jetzt auch nach dem Gummersbach-Spiel darüber gesprochen, wie wir unsere Abwehr gestartet wurden. Da waren alle der gleiche Meinung. Und meiner Meinung nach sind manche Spieler einfach nicht im Kopf bereit, um die Abwehr zu spielen. Und wir wissen, wie wir das spielen wollen. Dann müssen wir auch uns an bestimmte Regeln halten. Und das war einfach nicht der Fall. Ich denke, dass heute der Antrieb zu viel nach vorne gerichtet war, auf das Tor zu schießen. Und dabei vergessen wir, um uns erstmal den Ball zu holen. Ja, klar war die Torhüterleistung heute auch nicht gut, aber unsere Abwehr war auch nicht gut. Und es ist ein Zusammenspiel und da müssen wir einfach im Kopf einfach mehr bereit sein, um mehr engagiert sein, um diese Abwehr zu spielen. Weitere Fragen? Momentan nicht der Fall, dann vielleicht von mir noch eine Frage, weil Jure Natek hat sich ja heute doch kurzfristig dann nicht mehr umziehen können, für das Spiel vorbereiten können. Es gab dann kurzfristig die Sache mit der Schulter. Wie sieht es da genau aus, Georg? Was kann man dazu sagen zu Jure Natek? Ja, das einfach, das war klar seit gestern, dass er würde nicht heute so spielen können. Und also er kriegt Untersuchung am Montag. Und dann werden wir einfach sehen, also wie es weiter mit Jure läuft. Aber ich glaube, dass momentan also ist er nicht bereit, also nie am Mittwoch, nie nächstes Samstag zu spielen. Dies Jahr überhaupt noch oder plant ihr da schon anders? Nee, also wie gesagt, bis Montag müssen wir einfach abwarten und schauen, also was macht noch eine Untersuchung am Montag. Und dann werden wir einfach sehen, also wie das weiter mit Jure läuft. Wie ist jetzt sonst der Fahrplan Richtung Hannover und dann zum Rückspiel? Was habt ihr euch jetzt die Woche vorgenommen? Wann werdet ihr trainieren? Ja, also es gibt so Richtung also Regeneration morgen und dann ja einfach habe ich 2 Tage Montag, Sonntag, Montag, Samstag uns so vorbereiten für Hannover-Spiel. Und ja, Donnerstag gibt es eine Trainingseinheit und dann fliegen wir nach Ungarn Freitag früh. Dort trainieren Nachmittag in der Halle, wo wir spielen. Und Samstag spielen wir um, ja, glaube ich, 17, 18 Uhr. 18 Uhr ist Rückspiel dann in Tschurgo in der Sporthalle. Ja, wie ist, what's your next game? Is the rematch? Or have you have Our next game is the game against, yes, Magdeburg. Okay. Noch weitere Fragen? Dann danke ich recht herzlich und wünsche euch eine angenehme Heimreise. Wir sehen uns alle am Mittwoch wieder, dann zum Spiel gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Bis dahin danke ich recht herzlich. Wiedersehen.